Ja, hallo Leute, servus, herzlich willkommen auf unserem Kanal. Ich bin der Peter und heute, wie ihr seht hier, geht es ja weiter mit dem Simson S51 und heute mit dem Vergaser. Eigentlich wollte ich das mit dem Motor zusammen machen, das Video, aber es mit dem Motor ist etwas lang geworden und ich will die Videos nicht unbedingt sehr lang haben, deswegen trenne ich das jetzt mal kurz und das wird ein kurzer Video, aber vielleicht für den einen oder anderen interessant. Ja, ich werde den Vergaser jetzt auseinanderschrauben, sauber machen und dann wieder an den Motor verbauen und dann wird das alles in den Simson wieder eingebaut. Und wenn ihr das sehen wollt, was mit dem Simson weiter geschieht und was passiert, könnt ihr gerne unseren Kanal kostenlos abonnieren und dann wird ihr immer wieder die neuesten Videos automatisch angucken können. So, jetzt, wie gesagt, fange ich jetzt hier an mit dem Vergaser-Video und ja, bleibt dran, schaut euch mal das an. Könnt ihr euch gerne mal die anderen Videos angucken, die ich da oben verlinken würde. Und zwar, das sind die Videos über Camping oder Sprinterausbau oder auch von dem Simson, welche, die da schon ausgestellt sind, sind da schon einige. Also ist vielleicht für den einen oder anderen interessant zum Anschauen. Ja, was man besonders noch dazu erwähnen muss, dann Videos vom Schrobbenhausen, vom Schluchterflitzertreffer, die wird dann interessant für den einen oder anderen zu gucken. Ja, jetzt fangen wir an mit dem Vergaser und dann bleibt dran, schaut euch mal das an. Und ich mal jetzt hier den Vergaser auseinanderschrauben und gucken mal, was wir alles noch machen können. Sauber machen, kaputte Teile austauschen, so wie jetzt hier zum Beispiel, das ist erst der große Fehler, ich weiß nicht, ob man das sieht hier, die Gummi, die ist total kaputt, also das wird hier mit dem Vergaser nichts, das kann man hier rausnehmen und gleich wegschmeißen, schon runtergeflogen, aber das macht ja nichts, Feder ist drinnen, okay. Das ist die Luftzufuhrdüse. Die ist. Na, die geht. Die ist recht gut. So, noch ein Schlauch da. Das werden wir auch noch brauchen. Und jetzt. Probieren wir das Ganze nochmal. Was erfreulich hier an der ganzen Geschichte ist, beim Motor, beim Vergaser, ist ja, die Gewinde sind alle noch gut erhalten, also nicht durchgedreht. Gut, ich weiß jetzt nicht, weil ich habe das Motor nicht gespaltet, weil das alles da noch recht gut ausgesehen hat. Jetzt erstmal habe ich mir gedacht, lasse ich das so. Und als sollte was sein, dann schraube ich mir dann auseinander wieder. Das ist ja gar kein Problem. Schon das klappt alles hier. Oh je. Yeah. Das ist eine reine Katastrophe. Also so hat das nie richtig laufen können. Ja, also das sieht schon nicht schlecht hier aus. Schade. Verkäufer hat mir gesagt, dass das schon ewig lange gestanden ist, aber so schlimm habe ich mir das jetzt nicht vorgestellt. Naja, nichtsdestotrotz, den Vergaser, den kriegen wir dann sauber. Das ist gar kein Problem. Okay, der Schwimmer ist kaputt und dicht. Ja, ist da in den Behälter hier, in dem Schwimmer ist Benzin drin. Und so kann das ja nicht funktionieren. Da werden dich mal ersetzen müssen. Da haben wir die eine Düse. Ich drehe das jetzt einfach alles auseinander, weil das muss man alles hier richtig sauber machen.
Gase auseinander. Und dann werde ich auf jeden Fall komplett neu putzen, sauber machen. Wieder total. Gut, das funktioniert noch. Das ist schon gut. Das ist die Stockdüse, die ist auch gut. Man hätte ja von dem Motor, wenn er gelaufen ist, gar nicht so schlechter Eindruck gehabt. Ja, hin und das eine oder andere war kaputt und ausgebrochen. Aber klar, der könnte gar nicht richtig laufen, weil wenn ihr das, euch das schon mal anguckt, schaut man das an, dass das ist, was da für Dreck drin ist, dann könnte das nichts gewesen sein. So, wie gesagt, ich werde die Teile jetzt alle hier sauber machen. Erstmal ein Weilchen, dass das mal hier gut alles wegkommt. So, mit der Zahnbürste kommt man da wunderbar überall rein. Wenn die alle Einzelteile hier fertig sind, dann bauen wir dann wieder zusammen. Selbstverständlich habe ich hier einiges an neue Teile gekauft. Und da haben wir jetzt das erste Teil, das ist die Dichtung. Das ist wichtig. Dann habe ich den Gummi hier für den Schock auch gekauft, weil die andere war hier schon total verbraucht. So, aufpassen, wie man die ranmacht. Ich mache das jetzt nur noch so, weil da kommt ja der Zug, der Seilzug da noch rein. Jetzt mache ich hier die Luftschraube rein. So. Ja, das sind alles Einstellschrauben. So, von dem her machen wir uns da jetzt nicht gleich viel Gedanken darüber machen, einfach nur zusammenschrauben. Die Spritze vor Schraube, die kann man vorher reindrehen und dann halbe, eins, anderthalb Umdrehungen rausdrehen. Das ist so die Grundeinstellung. Drehen wir hier die kleine Düse rein. Selbstverständlich habe ich die alles schön sauber gemacht, alles durchgeblasen, weil ihr gesehen habt, Dichtung, wichtig. So, muss ich leicht reindrehen lassen, jawohl, jetzt. Anziehen aber nicht in Gewalt. Weil so, jetzt kommt hier ein Düsenstock. Dann braucht man einen Achter. Oh, anziehen aber nicht in Gewalt. Und hier oben kommt ja die Düse. Auch verschmiert. Perfekt. So, jetzt, ich habe eine neue Schiene besorgt, bei der alten, welchen ihr das gesehen habt. War ja kaputt. Nachdem der Schwimmer hier eingebaut ist, muss man den einstellen. Und zwar in einem Zuzustand muss der jetzt hier von der Kante, von der Dichtung Aufliegekante bis zum oberen Kante von dem Schwimmer 29 mm haben. Und im offenen Zustand muss es
33,5 sein. Das ist ein bisschen schlecht und man braucht da nichts. Also nochmal hier mit Gefühl einziehen. Das muss nicht dackelhaft fest sein. So, die Deckel nochmal da drauf. Guckt, ob die Dichtung sauber anliegt. Schrauben rein. Zack, zack und hier. So, und die Grundeinstellung passt ja so mehr oder weniger. Die restliche Einstellungen dann werden wir machen, wenn. Okay, dann haben wir das. Das andere wichtige Punkt ist ja noch hier. Das wollte ich euch auch sagen, zeige noch, weil das passiert sehr oft, dass man hier die Oberfläche richtig gerade ist. Ich weiß nicht, ob ihr das jetzt seht. Hier die Oberfläche richtig gerade ist. Ja, hier sieht es sehr gut aus. Aber es gibt ja oft, dass durch dieses starke Einziehen verbiegt sich das hier und dann kriegt er falsche Luft. Ja, und dann wird das ja nichts. Hier bei mir, in dem Fall ist es gut, passt alles. Also, jetzt mache ich nochmal die Schiebe rein. Den machen wir jetzt hier auch rein. So, richtige Richtung, jawohl. Dann die Feder und die Kappe. Ja, und das war's eigentlich mit dem Vergaser. Jetzt machen wir Platz. Hier sieht hier ist die Dichtung. Wichtig ist, dass die Dichtung hier richtig anliegt oder richtige Platz hat, dass das sauber ist, das Loch hier zum Durchziehen. So, einsetzen, Unterlagscheibe, neue Dichtung ist, dann braucht man das nicht mal so arg richtig einziehen, weil, wie ich schon erwähnt habe, ihr verbiegt ja hier den Sitz, macht ihn krumm, dann ist das hier undicht und dann kann man dann nicht richtig einstellen. Dazu noch neue Gummi gekauft, da wird es auch da reingesteckt. Und somit haben wir den Motor jetzt fertig zum Einbauen. Wie ihr seht, der Vergaser ist gereinigt, geputzt, sauber gemacht. Die nötigen Teile sind ausgetauscht, die kaputt waren oder dann jetzt irgendwie nicht richtig funktioniert haben. Jetzt bin ich soweit, jetzt werde ich den Motor wieder einbauen. Ja, und dann würden wir schauen, mal, was wir als nächstes Video machen würden. Wahrscheinlich geht dann die Räder rein. Weil die sind dann Antrieb und Räder, die sind dann auch wichtig. Dann muss ich noch den Anschluss hier machen zu der Installation, die ich schon vorher gemacht habe. Das verlinke ich euch da oben, dass ihr dann auch mal seht, wie ich da vorgegangen bin. Ja, und in diesem Sinne, danke fürs Zuschauen. Bleibt dran, abonniert unseren Kanal und tschüss, bis zum nächsten Mal.